endlich elektrisch campen. Ich habe ihn heute für euch mit dabei, den Mercedes EQT mit Marco Polo Modul. Falls ihr heute wissen wollt, was der alles kann und wie viel Spaß der vor allem macht, ja, dann bleibt jetzt gerne dran und abonniert auch unseren Kanal The Car Crush Review. Hier gibt es nämlich jeden Tag ein Video von Jan oder auch von mir und hier seid ihr bestens informiert. Was machen wir heute gemeinsam? Wir werden über die Tische sprechen. Ja, wir haben zwei verschiedene Tischvarianten hier drin. Wir werden über das Bett sprechen und natürlich auch generell über den EQT. Jetzt dranbleiben und dann würde ich sagen, gehen wir erstmal los und schauen uns etwas genauer an. Kommt mit! Vorne angekommen, erstmal zu unserem Kooperationspartner und zwar ist es GoLeasy. Was machen die? Die vergleichen für euch unter sehr vielen Leasinganbietern, unter anderem auch bei meinauto.de, dem größten, und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Wir haben euch ja bereits die T-Klasse vorgestellt, wir haben euch ja auch bereits schon den Mercedes Citan oder auch E-Citan vorgestellt und hier steht jetzt eben die elektrische Variante der EQT. Insgesamt 10 verschiedene Lackvarianten, 6 davon haben auch eine Metallic-Lackierung und ihr seht schon von vorne, das ist ein elektrisches Modell von Mercedes. Man sieht auch wieder dieses Familiengesicht, was ja die EQ-Familie gemein hat. Und interessant ist, dass er jetzt einen 45 Kilowattstunden fassenden Akku hat und damit ungefähr 282 Kilometer nach WLTP weit kommt. Wettbewerber sind unter anderem ein Citroën e-Berlingo oder auch ein Renault Kangoo e-Tech. Also den gibt es ja mittlerweile auch elektrisch. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal die Front an. Serienmäßig immer Halogenleuchten, optional gibt es auch ein LED-Licht und wir haben hier so eine kleine chromfarbene Leiste, die dann eben diese beiden Leuchten verbindet. Vorne haben wir diesen EQ-typischen Panel, der dann in komplett schwarz eben gehalten ist, aber nochmal solche Lamellen hat, die ich wirklich sehr modern und schick finde. Und vorne natürlich auch nochmal sehr groß eben das Mercedes-Logo, unten relativ sportliche Lippe, die mich auch erstaunt hat. Und hier haben wir noch mal ein bisschen Kunststoff, was natürlich für die Robustheit des Autos steht. Wenn wir jetzt gemeinsam in die Seite gehen, sprechen wir darüber, dass es 3 Ausstattungsvarianten gibt, die ihr dann wählen könnt. Den gibt es dann auch ab diesem Jahr. Und der ist jetzt 4,50 Meter lang. Das ist jetzt der kurze Radstand. Es wird auch noch einen längeren Radstand Mitte 2023 geben. Der ist 1,86 Meter breit und 1,82 Meter hoch. Bedeutet quadratisch praktisch gut. Man versucht bei dem Auto eben die größte Fläche aus einem relativ kleinen Radstand zu holen, beziehungsweise aus einer relativ kleinen Fläche. Hinten seht ihr auch, dass er relativ kastig ist. Besonders hierbei ist jetzt, wir haben hinten eben dieses Marco Polo Modul, welches wir gleich besprechen werden. Erst aber noch zur Optik. Wir haben jetzt hier immer einen Frontantrieb und der Akku sitzt jetzt hier unten im Unterboden, gibt einen guten Schwerpunkt. Wie gesagt, kommt 282 Kilometer weit und wir haben jetzt hier entweder 16 Zoll Felgen oder 17 Zoll Felgen. Hier in dem Fall jetzt eine Bicolor-Felge. Sehr schön hier nochmal gestaltet, in der Mitte dann auch nochmal Mercedes. Keine Plastikbeplankung drumherum. Und ich mag übrigens sehr gern diese blaue Farbe, weil sie einfach modern aussieht und nicht so wie dieser typische Mikrocamper eben. Und wir haben jetzt hier auch schwarz lackierte Spiegelkappen, hier noch einen kleinen integrierten Blinker und relativ große Bügeltürgriffe. Ich sage immer Bügeltüren. Jan sagt dann immer, Jesse, das heißt nicht so, sondern Bügeltürgriffe. Hier an der Seite können wir dann das ganze Thema aufschieben. Sehr praktisch und vor allem schlagen die Türen hier vorne auch sehr weit auf. Schaut mal, über 90 Grad bedeutet, dieses Auto ist halt super flexibel. Der ist aktuell als 5-Sitzer angedacht. Es wird wahrscheinlich auch noch eine 7-sitzige Variante geben. Und insgesamt habt ihr jetzt 4 Isofix-Positionen. Bedeutet, man kann bis zu 4 Kindersitze eben mitnehmen, was super praktisch ist. Ihr seht, das ist ein Raumwunder. Radstand ist wirklich auch voll genutzt. Nach oben hin ist auch super viel Platz für jeden Kopf. Aber ich setze mich dann auch, oder für jede Größe, nicht für jeden Kopf, kommt drauf an, was ihr für eine Kopfform habt. Ich setze mich dann gleich auch noch mit euch gemeinsam rein. Wendekreis ist übrigens bei 11,20 Meter, heißt, der ist auch sehr wendig in der Stadt. Und jetzt machen wir hier mal zu. Das sind keine elektrischen Türen, finde ich aber vollkommen okay. Wir schauen uns jetzt mal das Heck an. Sehr aufrecht stehend, sehr große Glasfront. Wir haben hier jetzt nochmal so ein kleines Chromelement, was das Ganze schmückt und auch trennt. Hier dann schön nochmal das Mercedes-Logo und hier unten dann sehr niedrige Ladekante, was natürlich im Alltag super praktisch ist. LED-Leuchten hier hinten auch nochmal, die so ein bisschen rundlich aussehen. Und jetzt wird's spannend, denn wir gehen noch auf die andere Seite, sprechen vielleicht noch
gemeinsam übers Laden. Das ist ja auch wichtig bei dem Auto. Elektroauto bedeutet, wir haben jetzt hier die Ladekappe und können den jetzt an der Wallbox laden. Ich hoffe, es geht hier auf. Ich habe es nicht ausprobiert. Nee, ich kann es euch leider nicht zeigen. Hier könnt ihr den laden. Bis zu 80 kW, dann braucht er ungefähr 38 Minuten von 10% auf 80%. Der kann aber auch bis zu 22 kW laden, dann braucht er ungefähr 2,5 Stunden. Wenn ihr daheim nur 11 kW habt, dann kann der eben in 5 Stunden laden. Und jetzt würde ich sagen, besprechen wir gemeinsam das Marco Polo Modul. Das müsst ihr nicht dazu nehmen, das könnt ihr aber dazu nehmen eben bei dem EQT. Und das ist jetzt noch ein bisschen Vorserie, aber ich möchte es euch trotzdem zeigen. Erstmal großer Vorteil, der Kofferraum ist riesig. 550 bis 1970 Liter Fassungsvermögen. Aber der ist jetzt hier auch in dem Fall ziemlich voll. Wir haben jetzt hier nämlich die Möglichkeit, mit dem Auto auch campen zu gehen. Wir werden gleich das Bett gemeinsam umklappen und wir werden vor allem auch hinten den Tisch ausbauen. Jetzt aber erstmal zu diesem Modul. Das ist wirklich auch von Mercedes konzipiert. Das ist nicht irgendwie ein Fremdanbieter oder so. Wir haben jetzt hier dann auch noch schön das Mercedes-Zeichen. Hier steht es jetzt auch nochmal drauf. Und wir haben jetzt hier unten drei verschiedene Schubladen. Einmal diese, fangen wir vielleicht hiermit an. Yep, wir haben einen richtigen Gaskocher mit am Start, vor allem cool, man kann hier einfach kochen, hat hier drüber dann eben auch nochmal so ein kleines Dach, falls es regnet. Stelle ich mir vor, wie Jan hier eben seine Spaghetti macht, er ist ja bei uns Koch, ich kann leider nicht so gut kochen. Haben hier dann eben auch noch die Möglichkeit, Besteck vielleicht zu verstauen oder auch die ganzen anderen Kochutensilien, die er braucht, da muss er berichten. Hier kann man dann auch noch Gewürze reinmachen und so und hat das eben alles hier in so einer Box. Robust gestaltet, alles auch in diesem schönen Anthrazit. Wenn ich das jetzt hier wieder zumache, seht ihr auch, das funktioniert ganz einfach mit so einem Druck. Hier dann in der Mitte Kühlbox, sollte hier vorne aufgehen. Sehr viel Platz, da könnt ihr dann eure Cola reinmachen oder euren Sektchen vielleicht. Hier könnt ihr die dann auch einstellen, ist auch super praktisch. Und vor allem, jetzt mache ich hier mal wieder zu, haben wir jetzt hier die Möglichkeit, ich lasse es mal leicht offen aus Gründen, zeige ich euch gleich, hier dann auch noch die Möglichkeit, eine Spüle zu betätigen. Einmal hier hoch, dieses Element kann man dann noch so ausklappen. Muss ich mal probieren. Camping ist ja auch immer so ein bisschen Do-it-yourself-Style. Da seht ihr es, ist mit so einem kleinen Gummi. Kann man dann hier eben aufstellen. Und auf der Seite hier drüben seht ihr dann eben hier den Frischwassertank. Einen Abwassertank gibt es in dem Fall nicht. Das müsste dann wahrscheinlich dann irgendwo auf dem Boden halt verschwinden. Aber ihr sammelt ja hier dann alles und könnt dann gucken, wo ihr das dann eben ordnungsgemäß verstauen könnt, beziehungsweise eben wegkippen könnt. Jetzt mache ich das hier wieder zusammen. Bedeutet, ihr habt hier hinten eigentlich eine vollwertige Campingküche. Super einfach hier auch nochmal das runter zu klappen. Finde ich sehr cool. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist eine Dusche. Vielleicht könnte man da irgendwie duschen. Und jetzt zeige ich euch eine Besonderheit. Und zwar haben wir hier die Möglichkeit, einen Tisch rauszuziehen. Schaut mal. Hier kommt dann nämlich dieses Element. Und das können wir gleich gemeinsam im Auto verbauen, weil wir haben hier immer einen Tisch mit zwei Stühlen mit dabei. Da ist der Tisch auf jeden Fall gerade verbaut. Die Stühle sind, glaube ich, gerade irgendwie weg. Die passen immer hinter die Rückbank und die könnt ihr auch optional mit dazu nehmen. Falls aber mal schlechtes Wetter ist, was ja durchaus passieren kann, gibt es diese Option hier. Und da würde ich euch mal zeigen, wie das funktioniert. Wir gehen jetzt mal hier auf die Seite. Und euch ist bestimmt aufgefallen, dass wir da so ein kleines Element vorne hatten zwischen den beiden Sitzen. Wir können nämlich hier auch einen Tisch einfach innen aufbauen. Dafür muss man jetzt die Sitze auf beiden Seiten vorschieben. So, hier noch auf die andere Seite. Camping ist ja auch ein bisschen Sport, vor allem eben, wenn man Camping-Videos macht. Weil man möchte ja alles im Schnelldurchlauf zeigen. Hier dann auch nochmal dieses Element nach vorne geschoben. Und jetzt zeige ich euch vielleicht von der Seite, wie dieser Tisch einzubauen ist. Und das ist einfach, wir haben nämlich hier einfach mal diese Stange, die man so rausbauen kann. Hier gibt es so ein kleines Element, was dann hier reinpasst, wie so ein, ja, so ein Schraubschlüssel oder so. Da muss man gucken, ob es passt. Einmal so und kann das hier dann eben unten festziehen. Genau, da ist nochmal so ein Drehding. Und dann kann man den jetzt hier ganz einfach aufsetzen. Und einmal draufdrücken, damit er nicht so wackelt, kann man jetzt ganz einfach vorne die Stühle noch ein bisschen nach hinten verschieben. Das ist das Ganze nochmal fixiert. Einmal so. Und auf der anderen Seite noch. Heute komme ich auf jeden Fall auf meine Kilometer. Und so habt ihr eben hinten dann auch nochmal die Möglichkeit, diesen Tisch zu nutzen, was ich super cool finde. Ihr seht, ich kann jetzt hinten sitzen, kann beispielsweise mit Jan gemeinsam was essen, das ist jetzt auch fest. Kann hier auch am Laptop arbeiten und kann halt eben von unterwegs auch einen Tisch nutzen, falls es halt draußen regnet. Jetzt bauen wir den wieder aus. Bedeutet wieder hier vorne eben die Sitze nach vorne machen und wir schauen uns jetzt das Bett an.
und auf die andere Seite. Das kann man nämlich auch ausklappen und das ist ebenfalls eben bei diesem Modul mit dabei. Dafür muss man jetzt aber den ganzen Tisch ausbauen. Bedeutet, hier unten muss man einfach mal kurz draufhauen, dass es wieder rauskommt. Zack, ihr habt es gesehen. Krass, ne? Selbst ist die Frau. Hinten dann wieder rein. Ich mag das hier, weil das ist wirklich alles super gut verstaut. Man kann hier hinten dann übrigens auch den Fuß reinlegen, damit er dann vorne nicht herumfährt, wenn ich den gleich wegmache. Das heißt, auch dafür ist eben noch ein kleiner Raum vorgesehen. So. Mercedes steht auch vorne, dann sieht es auch schick aus. Und jetzt kann man hier wieder zumachen. Und wir schauen uns jetzt an, wie wir das Bett umklappen können. Dafür, wie gesagt, muss ich dieses Element noch rausmachen. Drehe ich einmal raus, einmal so. Das legen wir jetzt einfach mal auf die Seite, hier vielleicht ins Moos, wenn wir schon mal so viel Natur hier haben. Und wir klappen jetzt gemeinsam hier mal das Bett um. Bedeutet, einmal so auf der Seite umklappen. Einmal auf der hier. Und jetzt seht ihr schon, man kann das zu zweit machen, es funktioniert aber auch alleine. Wir haben jetzt hier nämlich so zwei blaue Haken, schaut mal hier. Die muss man so hochdrücken auf beiden Seiten und kann dann eben dieses Element so nach vorne schieben. Das geht auch noch weiter, dann muss ich jetzt hier kurz runter. So. Und jetzt haben wir gleich hier eine Liegefläche von 2 Meter auf 1,30 Meter, glaube ich, was wirklich gut ist. Hier immer so ein schönes, bequemes Tellerrost hier mit dabei. Und hier dann auch eine richtig dicke Matratze. Dieses Element ist für vorne und dieses hier hat so kleine Einkerbungen, das ist dann für die Mitte. So, und jetzt haben wir tatsächlich ein bequemes Bett und Jan will jetzt bestimmt, dass ich hier reingehe, oder? Okay, also ich steige mal hinten rein und ihr seht, es funktioniert, ich habe Platz, 2 Meter lang. 1,31 breit ist es, glaube ich. Ich muss kurz Pause machen. Ja, es funktioniert auf jeden Fall. Wir haben hier auch überall Leuchten. Das ist jetzt hier fürs Filmen eine Leuchte, aber darunter sind auch richtige Leuchten. Da hinten dann auch noch mal ein bisschen Platz, was abzulegen. Das ist schon auf jeden Fall bequem. Passt? Ja. Dann komme ich jetzt raus. Die Leuchte ist auch nicht hier Serie, sondern auch im Film. Ich grabe jetzt hier mal raus, wollen ja auch noch andere Leute hier nach mir filmen. Das sah jetzt vielleicht nicht so vorteilhaft aus. Und ja, total, mach jetzt hier hinten vielleicht einfach mal zu. Wir gehen jetzt gemeinsam nach vorne und sprechen über die Leistungsdaten, weil wir haben ja hier noch immer ein Elektroauto und da möchte ich euch erzählen, was das alles kann. Dafür mache ich vorne mal die Motorhaube auf und vielleicht alle Türen zu, dass es auch ein bisschen schöner hier aussieht. Ihr seht, sehr flexibles Auto. Auf beiden Seiten übrigens eben diese Schiebetüren. Und vor allem cool finde ich, dass die Türen hier vorne eben so weit aufgehen. So, 45 Kilowattstunden fassender Akku. Der hat 122 PS Peakleistung oder eben 69 PS Dauerleistung und insgesamt 245 Newtonmeter maximales Drehmoment. Der wirkt knapp über 130 km/h schnell und verbraucht 19 Kilowattstunden. Man kann natürlich darüber streiten, ob so eine Reichweite von 282 Kilometer zu kurz ist, rein elektrisch. Können wir gleich im Fazit noch drüber sprechen, was wir aber als nächstes machen. Ist kurz Luft schnappen. Wir gehen dann in den Innenraum, sprechen über das Infotainment-System, über die Sitze. Und dann gibt es noch ein Fazit inklusive Preis. Ich hoffe, ihr habt Lust und ja, kommt mit. In ist, wer drin ist. Wir schauen uns jetzt gemeinsam hier vorne noch den Innenraum an. Und schaut mal, wir haben hier extrem breite, bequeme Sitze mit super weichen Seitenbacken. Hier in der Mitte dann so Mikrofaser, hier außen dann eben so ein Kunstleder. Und vorne auch nochmal Isofix, falls ihr das Kind auch noch neben euch haben möchtet. Und wir können die Sitze vor allem auch nach vorne oder nach hinten schieben. Kommt ja immer drauf an, ob man Bock hat aufs Kind oder nicht. Oder, ja, das sagt jetzt nichts. Also, wir können auf jeden Fall mal den Schwenk hier machen. In die Tür haben wir jetzt hier relativ viel Kunststoff, aber es ist auf der anderen Seite eben auch sehr robust dadurch. Diese Düsenjet-artigen Lüftungsdüsen sind hier auch am Start und in der Tür haben wir jetzt eine sehr schöne Biegung nochmal über der Armauflage. Es sieht sehr modern aus. Wir haben unten dann auch nochmal ausreichend Platz für eine große Flasche und auch einen kleinen Türöffner.
Was wir auch haben, ist eine zweigeteilte Fensterscheibe vorne. Ihr seht schon eine sehr große Fensterfläche und vor allem, Jan hat es nicht richtig aufgemacht, aber die Tür schlägt halt extrem weit auf, was ich super finde. Guckt euch das mal an, das sind wirklich 90 Grad und da kann man hier jetzt auch mal irgendwie so ein Kind eben reinheben, ohne dass man sich den Rücken kaputt macht oder sich zu sehr verbiegen muss. Hier haben wir dann Handschuhfach, sehr viel Platz da was zu verstauen für alle wichtigen Unterlagen und wir haben vor allem hier oben auch noch, ganz typisch, mein Papa hat ja auch hier immer solche Autos gefahren, sehr viel Platz eben für, keine Ahnung, wichtige Dokumente. Mein Papa arbeitet ja auf dem Bau, da hat er immer sein Klemmbrett oben immer am Start. Als nächstes sprechen wir jetzt hier über die Mittelkonsole. Mercedes typisch geht jetzt hier eben der Gangwallhebel nach vorne. Wir haben hier schon nochmal schön den Stern eben mit drauf. Vorne die Klimaautomatik, die man einstellen kann mit so einer leichten Ablage, wo dann beispielsweise auch der Schlüssel Platz findet. Und hier unten sehr viel Platz, zwei Cupholder, induktive Ladefläche. Hier auch nochmal ein USB-C-Anschluss und eine 12-Volt-Steckdose, die ihr benutzen könnt. Und vor allem hier eine sehr schöne Armauflage, die man hier nochmal aufmachen kann. Da ist auch nochmal ein bisschen Stauraum und vor allem ist hier dann auch noch mal die Möglichkeit, eben den Arm abzulegen. Jetzt würde ich vorschlagen, Jan kommt rein und wir sprechen über das Lenkrad. Wie kann man es einstellen? Ich habe hier unten so einen Haken und kann es in alle Himmelsrichtungen einstellen. Heißt, ich finde hier sehr schnell eine bequeme Sitzposition. Habe hier dann eben auch noch mal alles mit Leder bezogen. Das ist ein kapazitives Lenkrad, teilweise mit Knöpfen, teilweise auch per Touch bedienbar. Und hier unten dann eben auch noch mal so eine schöne silberne Spange. Vorne haben wir ein 5,5 Zoll großes, kleines Infotainment, groß, klein, ich finde aber das ist absolut ausreichend. Rechts und links davon haben wir jetzt noch analoge Rundmeter und hier drüben seht ihr Charge, Economy, Boost. Hier haben wir dann nämlich dann nochmal eine Übersicht, ob wir gerade Energie ausgeben oder eben dann auch rekuperieren. Was ich ganz gerne mag, ist diese Hutze hier und vor allem eben diesen Stoff. Das ist ja dieser neoprenartige Stoff, den man ja auch von Mercedes kennt. Ich finde, der ist ganz angenehm auf der Haut. Und hier unten, wenn Jan gerade ist, könnt ihr dann eben nochmal alles zum Licht einstellen. Auch ein richtiger Knopf, nicht so ein Quatsch hier mit digitalen Flächen oder so. Und als nächstes sprechen wir über das Infotainment-System. Und das ist das typische MBUX, was man eben so kennt von Mercedes. Wenn ich hier auf EQ klicke, kann man hier die ganzen Einstellungen machen zu EQ. Hier haben wir dann auch noch Apps. Und vor allem ist jetzt hier interessant, ihr könnt euch jetzt, wenn ihr euch eben bei Mercedes Me anmeldet, ganz einfach eben auch Informationen über die Ladesäule holen, die ihr gerade anfeuert. Und auch eben, wie stark ist sie und vor allem eben, funktioniert sie auch. Ist ja manchmal bei Ladestationen immer so eine Sache. Hier haben wir dann auch noch einen Lautstärkeregel, den wir benutzen können. Wir haben hier dann auch noch mal eine Kamera. Die funktioniert jetzt leider nicht. Wir haben hier noch ein Vorserienmodell, schade. Und hier haben wir eben noch Sitzheizung auf beiden Seiten und hier dann eben auch noch mal einen Dynamic-Knopf. Jetzt zeige ich euch noch das Infotainment-System und vor allem hier auf EQ habt ihr hier eben alles noch mal zum Verbrauch. Die Funktion ist aber gerade nicht verfügbar. Hier ist noch eine Betriebsanleitung und hier habt ihr eben noch die Suche nach Ladestationen. Könnt also auch die nächste Ladestation suchen, falls dann doch mal wieder ein bisschen knapp wird hier. Hier oben kommt ihr dann immer wieder zurück und habt hier eben auch noch das Navigationssystem, was wirklich ganz schnell funktioniert. Wenn ich jetzt hier rausscroll, würde ich sagen, ist das so eine 7 von 10 und hier eben immer wieder zurück auf Home. Hier haben wir dann nochmal alles für Apple CarPlay, Android Auto und eben hier dann auch nochmal die verschiedenen Mercedes-Apps, die man nutzen kann, unter anderem eben das Live-Wetter, was ich immer eine ganz witzige Funktion finde. Was wir jetzt aber machen, ist gemeinsam rausgehen und dann gibt es noch ein Fazit. Ich zeige euch noch die Rückbank, gehört ja auch dazu und vor allem verrate ich euch den Preis. Kommt mit! Weiter geht's jetzt mit meinem Fazit und vor lauter Tisch aufbauen und Bett aufbauen habe ich total vergessen, euch die Rückbank zu zeigen. Darum sitze ich jetzt hier hinten. Und schaut mal, wir haben hier einen Radstand von 2,72 Meter, heißt sehr viel Platz hier hinten, nach vorne hin zwei Fäuste, nach oben hin auf jeden Fall drei Fäuste und dieses Auto ist quadratisch praktisch gut und trotzdem eben kompakt. Wir haben hier auch vollwertige Sitze mit Seitenhalt in der Mitte auch nochmal schön mit Mikrofaser ausgeformt, hier oben dann auch sehr breite weiche Kopfstützen und vor allem eben sehr viele Möglichkeiten für Isofix. Also ihr könnt eure Kiddies auch mitnehmen und ihr müsst da hinten auch dieses Marco Polo Modul nicht nehmen. Das ist ungefähr in 1,5 Minuten übrigens ausgebaut, wenn man es zu zweit macht, sogar nur in einer Minute. Wenn wir jetzt gemeinsam vorgehen, zeige ich euch vielleicht hier noch diesen Tisch. Ihr müsst also nicht den nehmen, sondern habt auf beiden Seiten hier eben auch die Möglichkeit, einfach so einen kleinen Tisch zu haben oder ihr esst halt eben gemeinsam an den größeren, je nachdem, worauf ihr Bock habt. Aber was ich noch besser finde, bin ja eine schöne Wettercamperin. Hier draußen haben wir eben nochmal zwei Stühle und einen Tisch, die ihr optional noch dazu konfigurieren könnt. Die haben auch Platz hinter der Rückbank. Und ja, da kann ich mir total gut vorstellen, dass ich hier mit Jan sitze, ein Wässerchen trinke. Er hat mir hier in der Tupperbox vielleicht mal wieder was Leckeres gekocht. Hier gibt es auch noch irgendwie ein kleines Spiegelei. Also schon auf jeden Fall sehr individuell und vor allem, man kann endlich elektrisch campen. Aber man kann sich vielleicht auch darüber streiten, dass die
282 Kilometer rein elektrische Reichweite vielleicht nicht für Langstrecken geeignet sind. Was cool ist, dieses Auto beginnt bei 49.000 Euro und was ihr auf jeden Fall mal machen könnt, ist mir in den Kommentaren da lassen, wie ihr es so findet und bei unserem Kooperationspartner Modezinser vorbeischauen. Da habe ich die Klamotten her und da bekommt ihr von uns einen Code. 15 Euro ab 99 Euro packe ich euch unten in die Infobox und dann hoffe ich, dass ihr den Kanal abonniert und wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann, Freunde!